ein Ziel vor Augen hast, hält dich nichts auf. Du folgst auch deinem eingeschlagenen Weg, oder? Leicht gesagt, du bist nicht hier. Diese Valentes machen mich echt wahnsinnig. Großvater kommt täglich mit irgendwelchen Regeln. Und als Krönung gibt es auch noch den Verräter Ray. Ray? Meine Tochter hat uns jahrelang Lügen aufgetischt. Über die Identität meiner Enkelin. Was läuft da mit Simon? Nein, ich hab... Also woran du denkst, darauf wäre ich... Nein, da ist nichts. Du bist echt eine schlechte Lügnerin, Amber. Aber sag die Wahrheit. Läuft da was? Warum fragst du mich das überhaupt? Er liebt dich noch und er erträgt es nicht, in deiner Nähe zu sein. Singst du beim Open, Matteo? Klopft schneller als neulich, als ich im Ausverkauf ein Weißgoldarmband gesehen habe. Sie haben mich mega erschreckt. Was bitte machen Sie da drin? Ein Moment, ich muss mich erst wieder beruhigen. Ich bin bestimmt kreidebleich. Okay. Wenn ich nicht wieder eine normale Gesichtsfarbe annehme, muss ich Notfall-Make-up auftragen. Kein Problem, mir geht's genau wie Ihnen. Ich habe mich mega erschreckt, aber ich habe Sie was gefragt. Was haben Sie in Sharons Zimmer gemacht? Geputzt. Geputzt? Um die Uhrzeit? Ja. Moment. Wenn jemand ein Zimmer putzt, benutzt er Reinigungsmittel und Sie haben keins. Nein, aus gutem Grund. Dieses Zimmer war lange verschlossen. In solchen Fällen wende ich eine spezielle Methode an, Extreme Cleaning. Also extrem putzen. Ich sehe mir den Raum an, analysiere ihn, lege fest, wo ich anfangen muss, wie viel Zeit mich die Arbeit kosten wird und naja, auf diese Weise arbeite ich. Nur mit meinem Geist. Oh, aber... Diese Methode gibt es noch nicht lange, habe ich recht? Die ist neu. Ja. Verzeihen Sie mir die neugierige Frage, aber... Ja? Was ist da eigentlich drin? In diesem Zimmer ist so viel. Ehrlich?